zum Protest melden, wenn wir irgendwelche Beschwerdebriefe schreiben. Ich bin seit 2005, 2006 dabei und ich muss sagen, was wir erreicht haben. Ja, wir wollen mehr erreichen und wir haben immer mehr gelernt, was dahinter noch passiert, was Schreckliches noch läuft. Aber wir haben auch sehr, sehr viel erreicht. Peter Schaar hat es eben schon gesagt, die Vorratsdatenspeicherung ist erstmal weg. Wir haben viele, viele kleine Gesetze geändert, die dafür sorgen, dass viele Datenspeicherungen so entweder nicht mehr möglich sind oder gesetzlich nicht mehr möglich wären. Das heißt, hier fehlt eine Durchsetzung dieser Gesetze. Auch da, wir haben viel erreicht und es heißt weitermachen. Und ich kann nur sagen, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und damit gebe ich die Bühne an euch. Macht weiter! Jawohl, weitermachen. Ich mache das seit 30 Jahren. Es macht immer wieder Spaß. Ja, das dauert halt lange. Der Erfolg ist nicht übermorgen da. Jede Kleinigkeit, die man in der Gesellschaft durchsetzen will, dauert mindestens 10 Jahre. Das muss man sich klar machen. Und für all die Leute, die müde geworden sind, die seit 2006 dabei sind, die jetzt sagen, ach nee, mag nicht mehr. Leute, jetzt muss man gerade durchhalten. Den ersten den Tod, den zweiten die Not, den dritten das Brot. Und wir sind gerade auf der Stufe von 2 auf 3. Wir können uns immerhin schon so eine Bühne hinstellen. Ihr habt schon Scheine in die Eimer getan. Das ist schon mal ganz klasse. Und jetzt geht es darum, weiterzumachen, dran zu bleiben und weitere Gründe dafür liefert Annegret Falter vom Whistleblower-Netzwerk. Herzlich willkommen. Ich habe eine Frage. Wo bleiben die deutschen Whistleblower? Wir starren seit einem Jahr auf die NSA und GCHQ. Gibt es nichts, was die deutschen Geheimdienste zu verbergen hätten? Keinen Verstoß gegen Artikel 10 des Grundgesetzes, der das Post- und Fernmeldegeheimnis schützt, gegen das G10-Gesetz, gegen Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention? Keine Verstöße? Oder doch? Dann ist es vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis auch hierzulande ein Whistleblower auspackt. Möglichkeiten gibt es ja genug. Hier teilt euch das. WikiLeaks veröffentlicht nach wie vor Dokumente im Original und unzensiert, soweit keine Menschenleben gefährdet sind oder die Persönlichkeitsrechte von Privatpersonen. Viele Zeitungen haben anonyme Briefkästen. Der Schutz journalistischer Quellen funktioniert in Deutschland immer noch vergleichsweise gut. Und last but not least bietet unser Whistleblower-Netzwerk geschützte Kontaktmöglichkeiten. Warum also hat noch kein deutscher Whistleblower den BND verpfiffen? Weil es uns zu gut geht! Aber bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Geheimdiensten, versteht meine Frage keinesfalls als Aufforderung zum Whistleblowing. Das wäre strafbar. Da hätte ich Angst. Eine der Forderungen von Whistleblower-Netzwerk ist, Gesetzesverstöße dürfen nicht dem Geheimschutz unterliegen. Auch dann nicht, wenn es sich bei Rechtsbrüchen möglicherweise um Staatsgeheimnisse handelt. Es darf keine illegalen Staatsgeheimnisse geben. Keine illegalen Staatsgeheimnisse. Ganz gleich, um was es sich handelt. Diese Ansicht wird von vielen Juristen vertreten bis hin zu höchsten Richtern. Entsprechende Gesetzesänderungen sind überfällig. Dann wäre ein Mitarbeiter geschützt,
der zu illegalen Machenschaften seiner oder ihrer Behörde nicht länger schweigen will. Was kann so ein Mitarbeiter aber hier und heute tun, ohne das Risiko einzugehen, arbeitsrechtlich, disziplinarrechtlich oder gar strafrechtlich belangt zu werden? Er kann sich bei seinem Vorgesetzten beschweren. Na toll. Sollte danach aber noch etwas durchsickern, dann hat man ihn in einem halben Tag am Wickel. Einmal unser Verfassungsschutz vielleicht in einer Woche, aber gleichwohl. Er kann sich an das parlamentarische Kontrollgremium wenden. Aber er muss trotzdem zeitgleich seinen Vorgesetzten darüber informieren. Das ist für einen Angestellten, der doch vom Wohlwollen seines Vorgesetzten abhängig ist, eine riesengroße Hürde. Der Chef vom Verfassungsschutz, Herr Maaßen hat neulich stolz erklärt, kein Mitarbeiter seiner Behörde habe sich bisher an das parlamentarische Kontrollgremium gewandt. Das sei der Beleg dafür, dass alles rechtens liefe beim Verfassungsschutz. Und wenn sich nun trotz dieser Hürden, ein Mitarbeiter der Geheimdienste an einen Parlamentarier des parlamentarischen Kontrollgremiums wenden würde, was könnte der Parlamentarier dann tun? Jedenfalls nichts, was wir, die Betroffenen, die Überwachten und Ausspionierten, die auf Vorrat gespeicherten, wir, der Souverän, nichts, was wir je erfahren würden. Denn die Parlamentarier haben ihrerseits Stillschweigen zu bewahren. Sonst machen sie sich selber strafbar. Davor haben sie vielleicht auch Angst. Unsere Forderung an die regierende Politik lautet also weiter: Abschaffung der gesetzlichen Regelung, dass Mitarbeiter der Geheimdienste ihre Vorgesetzten beteiligen müssen, wenn sie das parlamentarische Kontrollgremium über Missstände informieren wollen. Abschaffung der absoluten Verschwiegenheitspflicht für die Parlamentarier selber. Sie müssen zu öffentlichen Stellungnahmen und Kritik an der Regierung berechtigt sein, auch als Minderheiten im Ausschuss. Das wäre ein richtiger Schritt in Richtung Transparenz und Kontrolle als Normalität. Darum geht es, Transparenz und Kontrolle als Normalität. Damit verantwortungsbewusste, bei den Diensten angestellte Bürger und Bürgerinnen kein Opfermut brauchen, wie Snowden, um Unrecht und gefährliche Entwicklungen anzuzeigen. Das wäre ein Stück weit Freiheit statt Angst. Diese Forderungen sind nicht neu. Sie haben aber bisher kein Gehör bei den jeweils Regierenden gefunden. Whistleblower im Kontext unserer Geheimdienste sind in der Regel nicht geschützt. Trotzdem, oder gerade deswegen, trotzdem hoffen wir auf einen deutschen Snowden. Selbst in den USA ist schon mindestens ein weiterer Whistleblower aus dem Geheimdienstbereich Snowdens Beispiel gefolgt. Trotz der abschreckenden und rechtlich fragwürdigen Repressionen dort gegen Whistleblower und der fortdauernden Menschenjagd auf Snowden selber. Der oder die Neue wurde bisher nicht enttarnt.
ansteckend. Courage is contagious, haben wir von den amerikanischen Bürgerrechtlern gelernt. Die Zivilgesellschaft steht hier, um zu demonstrieren, Edward Snowden, du bist nicht allein. Vielen Dank, liebe Annegret Falter vom Whistleblower-Netzwerk. Und ich mag nur anfügen, wir fordern nicht nur Asyl und sicheren Aufenthalt für Edward Snowden, das auch. Wir appellieren auch an die Vereinigten Staaten von Amerika, Chelsea Manning freizulassen. Auch mit Flüchtlingen im Schengen-Raum ein bisschen, nein, viel besser umzugehen.